Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um den stromdurchflossenen Leiter bzw. das Magnetfeld, was diese verursacht und die linke Handregel. Es gibt noch ein zweites Video, wo das Ganze experimentell gemacht ist. Hier geht es wirklich sozusagen um die Anwendung der linken Handregel bzw. wie das Magnetfeld aussieht. Dazu beginnen wir mit einem kleinen Experiment. Und jetzt schalte ich auch ein, ungefähr 20 Ampere. Und man sieht, dass Norden nach oben zeigt. Jetzt gehe ich her und drehe das Ganze rum. Stelle den Kompass auf den Draht. Schalte wieder ein, Stromrichtung ist geblieben und diesmal zeigt Norden nach unten. Wie ist das Ganze zu erklären? Offensichtlich ist das Magnetfeld auf dem Draht ein anderes als unter dem Draht. Aber in beiden Fällen, das ist gemeinsam, die Richtung ist die senkrecht zum Draht. Das Ganze kann man mit der linken Handregel beschreiben, wenn man davon ausgeht, dass sich das Magnetfeld kreisförmig um den Draht ausgebildet ist. Und dann, wenn man davon ausgeht, dass hier auf der rechten Seite Minus ist und hier Plus ist, dann muss laut der linken Handregel, der Daumen zeigt in die Richtung, in die sich die Elektronen bewegen und die Finger zeigen sozusagen in Richtung des Magnetfeldes. Und daher muss es sozusagen oben auf mich zukommen, was man auch am Kompass sieht, und unter dem Draht muss es von mir weg und da hat ja auch die Kompassnadel nach oben gedeutet. So, schauen wir uns das Ganze mal in einem kleinen Foto an. Das ist aus dem Experiment, was ich im extra Video gemacht habe. Und hier kann man mal diese Magnetfeldlinien nachmalen. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, wie die sich kreisförmig um diese Geschichte da bewegen. Und ich habe auch eine Richtung. Die Richtung habe ich jetzt hier dem Kompass entnommen. Aber ich kann natürlich auch das Ganze mit der linken Hand machen. Dazu muss ich natürlich die Stromrichtung kennen. Und das sieht man schon. Ich habe mich bemüht hier mit den Farben. Hier sieht man ein bisschen das Blau rausschimmern vom blauen Stecker, der ist Minus. Und hier sieht man das Rot vom roten Stecker, hier ist Plus. Das Ganze kann ich einfach mal dazu schreiben. Hier war Minus und hier war Plus. Jetzt gucken wir uns das so ein bisschen mal in der Lage an. Und wie gesagt, hier unten ist Minus, hier oben ist Plus. Ja, und dann kann ich meinen, so wie in dieser Abbildung auf der Seite, meine linke Hand hier hinhalten. Von Minus nach Plus fließen die Elektronen, also der Daumen nach oben. Und so ist das Magnetfeld. Ich kann es auch gerade noch mal so ein bisschen versuchen einzuzeichnen. So. So. Ja, es ist fast rund. Also, man sieht, ich habe die Richtung und ich weiß, dass es praktisch rund um den Leiter, rund um den Leiter geht in Kreisen. Dann schauen wir mal an,
was passiert, wenn ich den Leiter sozusagen biege. Das heißt, ich habe hier sowas. Wenn ich das mal so nachmale. So ungefähr. Das Ganze geht natürlich hier noch weiter und kommt dann hier sozusagen zurück. Magnetfeldlinien haben keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, die sind in sich geschlossen. Das ist anders als beim elektrischen Feld. Deswegen ganz wichtig, Magnetfeldlinien gehen eigentlich immer rundherum. So, jetzt gucke ich mir das Ganze, oder gucken wir uns das von der Seite mal an. Und hier ist wieder die gleiche Geschichte. Ich habe hier Minus, sieht man kaum. Und hier habe ich Plus. Und wenn ich hier mit der linken Hand sozusagen dem Leiter entlang fahre, fällt auf, dass die Finger meiner linken Hand immer in dieser Richtung hier durch diesen Kreis praktisch durchzeigen. Und daher habe ich hier ein doch relativ starkes Magnetfeld in diesem Kreis. Und wenn ich jetzt nicht nur einen Kreis nehme, sondern ganz viele Kreise nehme, dann kann ich mein Magnetfeld noch weiter verstärken. Hier sieht man erstmal, dass ich, was ich eben mit den Fingern gezeigt habe, dass Norden nach unten zeigt und jetzt haben wir ganz viele Kreise und das Ganze ist jetzt eine Spule oder ein Elektromagnet. Ich könnte natürlich jetzt noch hergehen und wenn ich das Magnetfeld noch weiter verstärken möchte, kann ich natürlich mehr Windungen machen, weil mit jeder Windung tue ich das Magnetfeld weiter verstärken. Oder ich könnte etwas da rein tun, was magnetisierbar ist, zum Beispiel einen Eisenkern. Damit könnte ich das Ganze auch nochmal weiter verstärken. Es gibt noch ein Video, wo man das Ganze, was man hier die Fotos gesehen hat, im Experiment sieht. Soweit, so gut.